So kennen die Güstrow ihr Schloss seit 4 Jahren. Von Gerüsten und 10.000 Quadratmetern Bauplane eingehüllt. Das bedeutendste Renaissance-Schloss im Norden wird seit 2019 komplett saniert. Muss man Respekt zollen, was die alten Meister sich damals einfallen lassen haben. Spezialisten für alte Handwerkstechniken. Viele Handwerker aus der Region sind am Start. Oh, das ist eine schöne Baustelle, ne? Kurze Fahrtwege. Erstmal da, zweitens bei einer Rentnerbaustelle. 32 Millionen Euro vom Land und aus 2 europäischen Förderprogrammen fließen in das Projekt. Eine Schlossbaustelle, wie es sie nur selten in Europa gibt. Hey, Halland, warte mal. Du, die Bekrönung von Mittelrisalit, siehst du das? Das habe ich schon lange gesehen. Ich muss mal sehen, ob du aufpasst. Ach so. Katze, stopp und weiter drehen. Wir bekrönen heute die Zwillingstürme hinten. Die Spitzen, die Kugeln, die Wetterfahnen montieren wir, dass sich das alles wieder schön dreht und glänzt. Die Turmspitzen haben die Güstrower Bauklempner in ihrer Werkstatt aufgearbeitet. Auf welchen Turm setze? Gerade kommen sie frisch vom Vergolden, müssen wie rohe Eier behandelt werden. Bei Kranfahrer Detlef Gabrecht sind die Goldstücke in guten Händen. Dann muss ungefähr bald gut sein. 2,50, 2, 3, 4, 50. Ja, stopp. Ja, langsam weiter und die Katze ein bisschen zum Turmkran hin. Katze, stopp und weiter drehen. Die Wetterfahnen sind so etwas wie Kilometersteine für die Bauklempner. Heute Mittag kommt die Vergolderin zum Nachvergolden. Ja. Und dann Blitzschutz und dann kann abgerüstet werden. Wieder was fertig. Wieder was fertig, genau. Dann wartet auch schon die nächste Spitze. Auf dem Westflügel. Wilfried Vossler nutzt so viel wie möglich von den alten Kupferplatten, mit denen der Turm einmal eingedeckt war. Wurde aufgearbeitet und dann wieder eingebaut. Das geht, weil die Technik seit Jahrhunderten die gleiche ist. Klar, es gibt ein paar moderne Hilfsmittel. Aber so ein Doppelstehfalz wurde auch vor 100 Jahren schon mit Falzeisen und Hammer geschlossen. Jürgen Schröder ist der Projektleiter vom Staatlichen Amt für Bau und Liegenschaften. Er hat die Baustelle Schloss von den ersten Planungen an begleitet. Bei ihm landen alle neuen Entdeckungen unter der Bauplane, die schönen und die schwierigen. Bei der Fassadensanierung haben wir dann doch eine Überraschung erlebt. Und zwar hat sich das so gezeigt, dass wir in der Fassade bei der Kartierung der Putzschäden festgestellt haben, dass es hier Risse und Aufwölbungen gegeben hat im Putz und haben festgestellt, dass das Rostsprengungen von den Ankern der Deckenbalken sind. Genaue Untersuchungen zeigen, dass sich mehr als verrosteter Stahl dahinter befand. Um dieses Problem kümmert sich jetzt Stuckateur Rainer Blum. 80 dieser Löcher klaffen in der Fassade. Da waren Balken drin, die aber vollkommen zerfressen sind. Und die haben jetzt keine Funktion mehr. Wurden sie rausgeholt und es wird ausgemauert. Da muss man auch fast reinkriegen. Und das waren ja stellenweise auch noch ein paar Hölzer bei, die noch gut gewachsen waren. Die von außen her ja, zerfressen waren. Aber von innen noch gut. Und die hat man ja natürlich aus so einem Loch rausgekriegt. Da muss man immer mit der Kettensäge die Dinger in kleine Scheibchen schneiden. Und man kommt natürlich mit der Kettensäge nicht so ran zum Schneiden. Das war nicht so einfach, die auszuräumen. Die alten Bauherren hatten wohl zu frisches Eichenholz für die Deckenbalken benutzt. Die mussten schon 10 Jahre nach dem Bau wieder ausgetauscht werden. Wo sie nicht drankamen, blieb das Holz einfach im Mauerwerk und moderte vor sich hin. Jetzt wurde die gesamte Fassade mit einem Georadar untersucht, um wirklich alle diese Schwachpunkte zu finden und ordnungsgemäß zu reparieren. Das wird dann von oben, da haben wir Bohrlöcher gemacht und dann wird das vergossen mit einem speziellen Vergussmörtel. Das umschließt die Steine und
dann ist das alles wieder gefüllt, ohne Hohlräume. Zuerst müssen die Löcher aber wieder zugemauert werden. Die alten Formsteine haben sie ganz behutsam aus der Fassade gestemmt, damit sie möglichst viele davon wiederverwenden können. Den Dachstuhl des Südflügels haben die Zimmerleute übernommen. Seit 3 Jahren ist das Schloss Dauerbaustelle von Uwe Zentsch und seiner Zimmerertruppe aus Chemnitz. Die Sachsen sanieren den kompletten Dachstuhl. Und jetzt kommt der Verbindungsmittel. Und dafür gibt es eine Zeichnung. Wir werden die ganzen Deckenbalken saniert, erstmal die ganzen Fußpunkte. Da gibt es vom Statikbüro Detailpläne, die mit dem Holzgutachter auch abgestimmt sind. Und nach diesen Details arbeiten wir Flügel für Flügel und Seite für Seite ab. Das Dach war jahrelang undicht. Hausschwamm, Braunfäule, Insekten. Das hält auch der dickste Balken nicht aus. Das kann man dann hier mit dem Finger so hier zerlegen. Im Westflügel sind sie schon einmal komplett durch. Was noch stabil war, durfte drin bleiben. An den Ausbesserungen sieht man aber, wie viel hier marode war. Hier haben wir ganz alte Sanierungen. Wir hatten unsere Vorfahren schon die Probleme mit dem Hausschwamm. Die Deckenbalken lagen ja früher mal im Außenwandauflager auf Schwellen auf. Die sind auch durch Hausschwamm weg und die wussten sich nicht anders zu helfen, als die Deckenbalken mit beidseitigen U-Stahllöschen zu ertüchtigen, um die Deckenbalken da wieder aufzulegen, weil hier unten drunter ist auch ein großer Saal mit einer Holzbalkendecke. Die Eisenträger haben wir mit zusätzlichen Bolzen nochmal gesichert. Es war ein Original plus ein Bolzen hier vorne drin und das sollte halten. Der Statiker hat gesagt, das hält nicht mehr. Und da haben wir jetzt zusätzliche 2 Bolzen eingebracht. So ein riesiger Dachstuhl bleibt faszinierend. Schwer vorstellbar, wie das ohne Turmdrehkran, Kettensäge oder andere Maschinen möglich war. Ja, mühselig. Mit der Gestellseile, mit der Axt. Muss man schon ein bisschen Respekt davor zollen, was die mit ihren damaligen Mitteln eigentlich geschafft haben, verwerte. Das zum Beispiel ist historisch. So schön schreibt das kein Mensch mehr. Das ist eine 100, eine 250 und ich glaube, das heißt Dübel. Keine Ahnung, warum das da steht. Sowas fasziniert mich. Vielleicht eine Materialliste von den Zimmerleuten, die den ersten Dachstuhl vor 400 Jahren gebaut haben. 450 Jahre alt ist das alte Renaissance-Schloss mit einer wechselvollen Geschichte. Lazarett, Arbeitshaus, Altenheim. 1795 ist der Ostflügel wegen Baufälligkeit abgebrochen worden. Von 1963 bis 78 war das Güstrower Schloss dann das größte Kulturbauwerk der DDR. Für über 4 Millionen Mark wurde damals saniert, mit den Materialien, die man hatte. Nicht alles historisch korrekt, aber es hat das Schloss damals vor dem endgültigen Verfall gerettet. Auch dieser große Sandsteinschornstein auf dem Südflügel wurde damals nach historischen Vorbildern komplett neu gebaut. Jetzt wird er von Steinmetzen aus Dresden restauriert. Der Sandstein hat die 50 Jahre seit der Sanierung ganz gut überstanden. Viele andere Schornsteine waren nicht mehr zu retten. Bei dieser Sanierung soll die historische Dachlandschaft mit ihren Türmchen und Schornsteinen wieder entstehen. Auch wenn aus ihnen nie wieder Rauch kommt. Die alten Schornsteine, die hat es nicht mehr gegeben. Die wurden bis unter die Dachfläche abgebrochen. Deswegen hatten wir natürlich die Standorte, wo sie früher mal waren. Das war auch schon wichtig. Und auf der anderen Seite mussten wir natürlich auch sehen, von den Lasten der Schornsteine, wo wir die im Gebäude wegkriegen. Und da konnten wir dann auf die alten Schornsteinschächte aufbauen. Hier ist ein Beispiel, wo praktisch der Schornstein bis unter Dach abgebrochen war. Also die Grundkonstruktion, die ist noch vorhanden. Und hier hatten wir dann auch wieder die Möglichkeit, dann wieder durch das Dach zu gehen und den neuen Schornsteinkopf draufzusetzen.
Die Modelle und Formen für die Schornsteine nach historischem Vorbild entstehen in der Werkstatt von Stuckateur Jens Blochauf. Ich baue gerade eine Abdeckung für einen großen Schornstein in Güstrow im Schloss. Und diese Abdeckung besteht natürlich so jetzt aus vielen einzelnen kleinen Profilen. Jedes davon zieht Jens von Hand aus Gips. Das ist auch das Aufwendigste, weil der Formbau dauert längst nicht so lange und ist so aufwendig. Und das Gießen nachher mit dem Beton ist auch halt relativ fix gemacht. Wenn denn die Form hält. Genau. Ja, das ist immer sehr aufregend, wie ich finde. So. Das ist wieder die andere Gehrung. Rekonstruiert werden nur Schornsteine, für die es historische Beweise gibt. Ich bin der Meinung, dass die ersten irgendwie, weiß ich nicht, was sagten die, 1875 oder so und 1934 irgendwie so, haben sie da dann halt solche Fotos irgendwo ausgekramt. Und danach haben sie dann halt diese Zeichnung entwickelt. Im Museumsteil des Schlosses läuft gerade ein Windows-Update. Die alten DDR-Fenster aus den 60er Jahren fliegen raus. Was? Die, die älter waren, das war ja im großen Saal, die waren ja aus der 30er Jahre. Da haben wir ja die Zeitungen von 1936 alle gefunden. Und hier finden wir eher Zeitungen oder sonstige Zeitsachen von 1960, 65 und so weiter. Also, die Kastenfenster wurden damals mit viel Aufwand von einer Tischlerei in Lage gebaut, entsprechen aber längst nicht mehr den heutigen bauphysikalischen Anforderungen. Hier wurde mal nicht mit Zeitungen abgedichtet. Wieder Zementsäcke. Die guten aus Rüdersdorf. Rüdersdorf. Die alten Rahmen, die Helko Schmidt mit seinen Jungs hier rausreißt, machen Platz für ein modernes Bauteil in Museumsqualität. Das sind spezielle Einbruchschutzfenster in einer relativ hohen Klassifizierung oder in höchsten Qualifizierungen. Je nach Einbauort und damit es dann den lieben, ungebetenen Gästen etwas schwerer gemacht wird, hier reinzukommen. Entsprechend isolierverglast, also nach neuesten Wärmedämmschutzverordnungen etc. Das ist alles übereinander gekoppelt und trotzdem hat es eben die alte Ansicht von 1800 und schieß mich tot. Mal den Handfeger und die Müllschütze. Die neuen Fenster haben sie von Einbruchspezialisten an einem Prüfinstitut in Dresden testen lassen. Ein RC2, RC3, RC4 Resistance Class heißt das. Halt, wie sicher das Fenster ist, in was für einer Zeit oder was für eine Zeit das Fenster standhalten muss bei einem Werkzeugangriff mit Kuhfuß und Bohrer und so weiter. Allein der Rahmen für dieses neue Sicherheitsfenster aus Eichenholz wiegt gute 80 Kilo. Vorsicht, 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 mehr zu dir. Bei so einem alten Gemäuer ist es immer spannend, ob alles passt. Wir kommen höhenmäßig noch nicht rein. Die Platten, die Hartfaserplatten unten noch ein bisschen rausnehmen? Das wird nicht reichen. Versuch doch erst mal. Passt rein. Pascal Brandt hat sich auf dieser Baustelle noch nie vermessen. Da oben sieht es sexy aus. Wir könnten theoretisch noch ein kleines Stück hoch, wenn wir kriegen. Sieht erstmal ganz gut aus. Fenster 62 von 280 sitzt. Statt mit Zementsäcken wird hier atmungsaktiv und ökologisch mit Hanf gedämmt. Marco, Stifte. Fehlt nur noch der Test, ob die Kabel fürs Alarmsystem heil geblieben sind. So, klemmst mal. Da ist er. Jetzt hat er seine drei Funktionen. Siehst du, jetzt kann der Einbrecher kommen und nichts passiert. Alles klar. Schön.
Jens hat inzwischen das Gipsmodell für den Schornsteinkopf fertig. Jetzt soll daraus die Gussform für den Beton werden. Das ist Epoxidharz. Im Normalfall bauen wir unsere Form ja aus einem Silikon, aus einem Zwei-Komponenten-Silikon. Aber dadurch, dass die Sachen so groß sind, ist das Silikon ja auch sehr weich und würde sich natürlich, wenn man da jetzt Beton reinschüttet, komplett verziehen. Seine Form wird aus 8 Teilen bestehen. Nur so bekommt er sie von dem verwinkelten Gussstück auch wieder ab. Zum Spätsommer hat der Nordflügel ein Schutzdach bekommen. Darunter können sie im Herbst und Winter einigermaßen trocken weiterarbeiten. Gehst du wieder vorne hin, du bist der Größte. Kabin mit zum Dietmar vor. Und rechts neben der Säule vorbei. Alle, hopp! Das Einfädeln der neuen Balken in die bestehende Dachkonstruktion ist immer ein Kraftakt. Weiter hoch, Dietmar. Ja, wir müssen hier, dann müssen wir bis rechts. Dann müssen wir bis rechts schwenken. So, wollen wir Schlüppen an? So. Gib mal Kommando. Ab. Gut, unten. Ja, es wird. Gib mal her, da muss noch ein bisschen runter. Ne? Ja, das müssen wir dann mit dem Spornzug ziehen. Da, wo die Zimmerleute fertig sind, müssen riesige Dachflächen wieder dicht gemacht werden. Auch das möglichst historisch authentisch. Die alten Dachziegel, die wurden beim Runternehmen, also beim Bergen vor Ort im Prinzip untersucht, ob sie weiterverwendbar sind oder nicht. Das Ziel der Denkmalpflege war, so viel wie möglich wieder Altziegel einzusetzen. Aber letzten Endes haben wir dann doch damit gerechnet, dass wir vielleicht 50% wiederverwenden können. Also brauchten wir eine Lösung, wie wir die anderen 50, wo wir die anderen 50% herkriegen, beziehungsweise wie wir das ausgleichen. Die Lösung war dann eigentlich ganz einfach. Die untere Lage der Biberschwänze wird mit neuen Ziegeln eingedeckt. Darüber die alten. An der Phase, als wir noch unsicher waren, ob die Ziegel dann reichen werden, haben wir einen Aufruf gemacht, wer noch alte Biberschwanzziegel liegen hat. Und da haben sich einige Leute, die gemeldet und die auch gerne abgegeben haben, auch kostenlos abgegeben haben, damit sie hier wieder verbaut werden können. Also es sind auch Ziegel drin, da haben wir mit Einritzungen gefunden. Also die sind zum Teil Dachziegel bei, die 200 Jahre alt sind. Also, und die dann auch wieder eingesetzt werden. Stunden später ist die Form fertig. Sie muss sich nur noch vom Gipsmodell lösen. Es ist sehr spröde, das reißt dann. Wenn man da halt einen Punkt überschritten hat, dann macht das Knack und fällt einfach auseinander. Ist nicht schön. Aber man kann es flicken. Das ist ja das Gute dabei. Man kriegt das ja alles wieder hin. Hier ist ein Riss drin. Den markiere ich mir gleich, weil sonst, wenn das nachher wieder wenn die Spannung dann nachher weg ist, dann sehe ich den nicht. Dann fällt es mir erst auf, wenn da Beton reingeschüttet wird und dann fällt das Ding auseinander. Und das ist. Jürgen Schröder ist heute im Amt Neuhaus. Von dort kommen die Fenster für das Schloss. Bei der Planung gingen sie noch von 280 Fenstern in 80 verschiedenen Größen aus. Ja, das wäre jetzt die 20. Serie hier von den Fenstern. Ja, da sieht man ja, mal sind es 9 Flügel pro Element, mal 6. Es gibt halt viele verschiedene Sorten. Ab und an ist auch mal ein ganz kleines dabei.
Es ist tatsächlich so, dass jedes Fenster ein Unikat ist hier auf der Baustelle und dass nicht ein Mauerwerk zum, also nicht ein Außenmauerwerk passt zum Innenmauerwerk, die Bögen sind alle unterschiedlich, es sind wirklich 280 Unikate und deswegen müssen alle 280 Fenster tatsächlich auch einmal geplant werden und per CAD gezeichnet werden, was sehr aufwendig ist, damit man eben genau sieht, wie sitzt das Fenster in den Anschlüssen, wie viel bleibt vom Blendrahmen nach, was kann ich sehen. Ja, ist eine spannende Aufgabe. Die Planung am Computer macht es möglich, so eine große Menge von Einzelstücken schnell zu fertigen. Selbst die Gläser und so, die können danach dann bestellt werden, sonst hätten wir auch viel zu lange Lieferzeiten für die einzelnen Sachen halt. Die Fenster für das Schloss werden aus massivem Eichenholz gebaut. Dafür konnte sich die Firma noch 70 Kubikmeter Material sichern, bevor Holz auf dem Weltmarkt knapp und teuer wurde. Besondere Fenster und Türen sind ihre Spezialität. Auch für das Schweriner Schloss, das Rathaus in Lüneburg oder die Leisthalle in Hamburg haben sie schon Spezialfenster gebaut. Die computergesteuerten CNC-Maschinen arbeiten den Auftrag Fenster für Fenster passgenau ab. Da ist so eine Computerbearbeitungsmaschine, ne? Das ist, wo wir dann die ganzen Platten, die fräst halt ringsrum, die bohrt gleichzeitig und macht das ganze Teil so fertig. Muss aber eben einmal reingelesen werden ins Programm, ne? In der Nachbarhalle bekommen die Fenster ihre Sicherheitsausrüstung. Die Scheibe ist alarmüberwacht, die Verschlüsse sind alarmüberwacht, dann ist auf die Fläche noch alarmüberwacht mit so einer Spinne. Ja. Anschlussmöglichkeiten für keine Ahnung was, also so viel Technik mittlerweile drin. Und trotzdem sehen sie nachher aus wie ganz normale Holzfenster. Das ist übrigens auch was nicht jeder kann. Da will die Fenster in Güstrow mit Ölfarbe behandeln, muss das sein. Denkmalpflege will den Pinselstrich sehen. Die will den Pinselstrich sehen, unbedingt. Ja. Auch kann ich diese Ölfarbe so besser in die Maserung einmassieren und die Poren damit besser füllen, als wenn ich es einfach nur spritzlackieren würde. Mhm. Also der Pinselanstrich, der ist da schon für die Haltbarkeit, ist das auch ein extremer Vorteil. Alle 280 Fenster werden handgestrichen. Insgesamt sind das mehr als 6000 Meter Rahmen und Holzprofile, die durch die Hände der Maler gehen. Hereinspaziert. Ja, das ist unser Beschusslabor, wo wir auf Fenster und Türen schießen, um die zu prüfen. Das ist so ähnlich wie mit dem Einbruch. Das kann man alles nur einmal ausprobieren und kann schauen. Wir können ruhig einmal durchgehen. Und wir haben hier vorne auch einen Prüfkörper stehen. Vorne wird die Geschwindigkeit gemessen von den Geschossen, dass wir wissen, wie schnell die da durchwandern. Und wir haben hier Probekörper. Wir haben dann hier tatsächlich auch ein Fenster, was wir dann eben genau festgelegt beschießen. Also genau die Kante, alle 20 bis 30 cm, genau auf die Mitte, genau hier, genau auf den Glasfalz, dann das ganze Schräge. Und auf der Gegenseite haben wir hier zwar einen Austritt, das war der Scheibe, dem Druck geschuldet sozusagen, mit Splitterabgang, aber das Holz hat hier keinerlei Perforierung. Und das ist jetzt hier nur eine Scheibenfrage. Aber das Geschoss ist tatsächlich nicht durch. Ja. Ist also bestanden, aber halt splitternd. Ob die neuen Formen von Jens bestehen, klärt sich heute in Güstrow. Jens ist aufgeregt. Ja, bin ich. Weil das jedes Mal wieder kaputt gehen kann. Was wir nicht hoffen wollen und was auch noch nicht passiert ist. Aber naja, das ist halt die Gütekontrolle, wenn man dann seine Arbeit mal überprüfen kann. Gut? Nee? Ja, gut. Ja. In die großen Formen passen gut 2,5 Tonnen Beton. Scheiße. Halt mal bitte an. Ja. Oh, knack. Weiß ich nicht. Alles gut. Okay. Ich mag das nicht. Ja, da ist doch was, ne? Die großen halten schon mal. Ein bisschen mulmig ist Jens bei der kleinen Form, für die seitlichen Voluten des Schornsteins. Die ist selbst mir fast zu dünn. Und die soll möglichst 4 Abgüsse halten. So oft wird das Schmuckelement nämlich am fertigen Schornstein gebraucht. Wichtig ist, dass der Beton auch die letzte Ecke der komplizierten Form ausfüllt. Den letzten Rest an der schmalen Öffnung machen sie lieber per Hand. In 14 Tagen wissen sie dann, ob der Guss gelungen ist.
Im Südwestturm sind die sechseckigen Balken aus dem Sägewerk in Chemnitz angekommen. Zimmermann Dietmar Kranit muss sie noch anpassen. Diese Säulen halten die Turmspitze. Die alten Balken sind völlig morsch. Das ist das Zimmer mit der schönsten Aussicht. Dafür muss er auch alleine arbeiten. Ja, weil es ist ja nicht für zwei Leute, ist ja kein Platz her. Darum tut man die 50 Kilo Säulen auch alleine herstellen. Man zu zweit gar nicht herankommt sonst. So, jetzt muss das Ganze noch verschraubt werden und dann haben wir wieder eine fertig. Die eigentliche Turmspitze kann sein Kollege Marek bequem unten am Boden instand setzen. Neben dem Südwestturm ist der erste Giebel fertig geworden. Die Spitze krönt eine vergoldete Lilie. Davon brauchen sie noch eine zweite. Die entsteht mitten in der Güstrower Altstadt, in der Werkstatt von Bauklempner Marcel Voss. Herr Schröder hat gefragt, wer kann das hier? Und da habe ich gesagt, das kann ich. Das haben wir gelernt, das macht uns Spaß auch. Und ja, die Fähigkeiten sind da. Und dann ja, machen wir das. Es ist grundsätzlich ja, mal was anderes als dieses Standard, was man dann immer so hat. Und ja, die Blume ist natürlich noch mal so eine kleine Krönung quasi, ne, auf die Arbeit, die wir dann machen. Ja. Gut zwei Wochen hat er jeden Abend an der Lilie gearbeitet. Das ist ja auch das letzte Wort, hat immer der Restaurator. Sie haben sich gefreut, dass sie so gut geworden ist. Und sie kann dann so zum Vergolden gehen. Das macht einen schon ein bisschen stolz und ja, freut einen. So. Auf dem Schlossdach arbeiten die Maurer jetzt am großen Schornstein. Heute werden die seitlichen Voluten gesetzt. Die Form hat alle vier Abgüsse überstanden. Kommt gut. 5 cm ganz. Früher wurde sowas gemauert und dann verputzt. Heute werden die Betonteile mit Edelstahlstangen verklebt. Auch die große Schornsteinabdeckung ist aus der Form. Noch schleifen und spachteln. Und dann kann sie als nächstes aufs Dach. Auf dem Gerüst geht es inzwischen um den Außenanstrich. Die ersten Giebel sollen abgerüstet werden. Bis dahin müssen die Maler hier durch sein. Schließlich wollen sie das gesamte Bauprojekt im kommenden Jahr abschließen.